Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es einmal um eine Saubermachroutine. Ich habe hier ganz viele Becken zu säubern und heute ist der Tag der Tage gekommen. Ich habe es wieder mal ein bisschen schleifen lassen. Ich habe aktuell nur noch einen Fisch und viele Garnelen. Und dadurch kann ich natürlich ein bisschen mehr sauber machen und möchte euch so ein bisschen zeigen, wie ich das so mache. Jeder macht das ja irgendwie anders, aber ich habe schon oft gehört, ja, wie machst du deine Becken sauber, hast du denn eine Routine und so weiter. Und das würde ich heute gerne umsetzen, das Video. Ich werde viel Musik runterlegen und Zeitraffer machen müssen, weil so eine normale Reinigung dauert bei mir immer 2 Stunden oder 2 bis 3 Stunden für alle Becken. Und wenn ich jetzt Deep Clean mache, wie das so schön im Englischen heißt, dann denke ich mal so 4 Stunden, 5 Stunden mindestens hier dran sitzen mit Pausen. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, Baby ist da, Kleinkind ist bei Oma und ich habe sturmfrei, deswegen kann ich das jetzt hier heute machen und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Machen wir mal so ein kleines Vorher-Nachher, hier ist das Aquarell und hier sind die, naja, das ist nur bewohnt, Becken. Von den Einzelstübchen. Hier ist das Garnelenbecken. Und ja, ihr seht, ich habe ein Problem mit dem grünen Scheiß. Hier das Becken, da sollte eigentlich der her rein, aber ich habe da seit Wochen immer wieder Probleme, dass dann so die Algen hochschießen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich komplett neu machen müssen. Und dann ist das hier. Das ist so ein verwildertes Becken. Da muss die Pflanze unbedingt gestutzt werden, dass die Hydro, was auch immer, hier sind rote Nielchen drin. Und ich muss die Fadenalgen raussuchen. Ihr seht, ich habe hier ein massives Problem mit Fadenalgen. Und das liegt halt an dem Licht, weil das Licht ist hier relativ lange an. Ja. Und das Schandelbecken, das Simplexbecken. Ich habe festgestellt, dass irgendwie keine Simplex mehr da sind. Deswegen werde ich das komplett sauber machen können. Und hier unten ist das zukünftige Rubra-Becken. Das ist schon ganz gut zugewuchert und darf jetzt mal die ersten Stutzereien bekommen. Und natürlich Wasser auffüllen, das ist hier ein Riesenproblem. Dadurch, dass ich hier mit der Heizung heize, habe ich hier natürlich immer schöne Luftfeuchtigkeit, die dann verdunstet. Beziehungsweise verdunstet das Wasser sehr schnell. Luftfeuchtigkeit ist eigentlich ganz okay mit 70%, 60 bis 70%. Ich hatte jetzt heute Nacht die Türe zu, deswegen ist wieder ein bisschen hochgegangen. Jetzt die Türe wieder auf, kann ein bisschen ausdünsten, auslüften. Und jetzt, wenn ich Wasserwechsel mache, wird es natürlich wieder ein bisschen mehr. Da ist der 10 Liter Cube, da weiß ich nicht, was ich mitmachen soll. Hier ist die Pflanze schon vertrocknet. Das werde ich also auch sauber machen. Ja, Geburt und so, ne, da hat man halt nicht Zeit dafür. Und hier unten sind zwei, ja, das ist das Achter, wo ist mein Finger da? Das ist das Achter Cube von Superfish, also 8 Liter an. Ja, also viel zu tun. Gerade hier sieht man auch bei dem Becken, dass es sich alles irgendwie oben ansammelt und unten ist nichts mehr. Das sieht natürlich hässlich aus. Und irgendwie ist der Bodengrund nur so hoch. Da werde ich vielleicht auffüllen. Hier ist ein Nelchen. Da sind Nelchen. Da sind welche. Also die haben sich schon ganz gut vermehrt, aber ich bleibe bei den... Lass mich dich. Bleib bei den... bei dem Fakt. Schade. Schade, schade, schade. Oder? Kriege ich sie noch? Doch, da. Das sind Babys. Die sehen noch ganz ordentlich aus, würde ich mal sagen. Schön blau. Also das funktioniert auch hier mit dem Becken. Aber für Garnelen ja, aber für Kampffische überhaupt nicht. Also so hoch wie das ist. Ist ja nochmal in voller Blüte. Sonst guckt euch mal das Video an, was ich dazu gemacht habe, zu den Tetra. 30 Liter, ja, nicht so schön wie erwartet. Also ist von der Höhe her höher als so ein 60er Becken tatsächlich. Ja,
Gut, ich werde mich da mal ranmachen. Es werden viele Zeitraffer sein, weil ich hier noch Musik hören möchte und nebenher so ein bisschen Waschmaschine läuft. Und dann hoffe ich, ihr habt viel Spaß bei diesem Video. Okay, dann fangen wir mal an zu putzen. Ich mache als erstes immer die Pflanzen so ein bisschen raus, die mich stören. Und die Enden kurze mit einem feinen Kescher. Dann nehme ich mir noch einen Schwamm, den benutze ich immer für die Becken und reinige das Ganze gründlich, die Scheiben und so weiter und so fort. Und fange auch schon an, Pflanzen rauszuziehen, die ich nicht mehr haben will. Ziehe mir dann mit meiner Pumpe das erste Wasser aus dem Becken raus. Die habe ich euch unten verlinkt, die ist mit einem Schlauch verbunden und geht dann in den Abfluss. Und so gehe ich dann von Becken zu Becken und mache meistens immer erst die größeren leer, weil bei den kleinen geht das ruckzucki. Und ich versuche wirklich alle Ecken heute mal zu putzen, also die ganzen Reste müssen alle mal weg von den Verdunsten. Das ist wirklich ekelig, was sich da absetzt, und ich versuche erstmal so ohne Chemie. Das ist immer am besten, auch wenn nur Stecken drin sind, sollte man das vermeiden. Und so gehe ich von Becken zu Becken und fische auch die Pflanzen raus, die ich nicht mehr haben möchte, die zu viel sind, schneide Sachen ab, nehme was runter von der Wasseroberfläche wie hier oder versuche dem Ganzen Herr zu werden. Und da seht ihr gleich schon mal das erste Ergebnis, was ich da schon alles rausgeholt habe aus den Becken. Da freue ich mich natürlich drüber. Kommt dann die Biotonne. Und hier seht ihr, wie ich nochmal die starken Reste wegmache. Erst mit dem Schwamm und dann nochmal mit einem Ceranfeldschaber hinterher. Der ist hier echt eine super Hilfe. Ihr könnt auch ein bisschen Essig benutzen, aber wie gesagt, erstmal ohne Chemie. Und hier ist das ganz dreckige Becken. Ich habe noch einen Simplex gefunden und dann nehme ich die Wurzeln raus und versuche die Pflanzen erstmal in dem Becken mit frischem Wasser von diesem Grünzeug zu befreien und hole halt alle Wurzeln nach und nach raus und den Rest der Pflanzen lasse ich drin. Und dann geht's drüben weiter mit dem Säubern und wieder auffüllen. Das passiert alles gleichzeitig, also erst wird alles abgelassen und dann wird wieder alles aufgefüllt, und beim Auffüllen mache ich noch die letzten Reste sauber und versuche sozusagen alles parallel zu machen, dann bin ich am schnellsten, weil sonst müsste ich den ganzen Tag sauber machen, wenn ich das Becken für Becken mache. Ja, und jetzt geht's ans Feintuning. Wenn das Wasser wieder drin ist, dann kann man auch gut mit den Pflanzen das nochmal anders setzen oder holt nochmal was raus, wie hier in dem Falle, und kann schön Sachen abschneiden oder neue setzen. Das macht mir immer am meisten Spaß. Da geht die meiste Zeit dann drauf, da habe ich dann nicht so viel mehr mitgekriegt. So, ich bin fertig. Also ist noch ein bisschen trübe alles, aber man sieht, glaube ich, hier ist was passiert. Da lasse ich gerade noch ein bisschen Wasser rein. Da habe ich hier die Wurzeln rausgeholt, ein paar Pflanzen. Ein paar Pflanzen habe ich dann hier unten reingesetzt und auch den letzten Corydas. Mal sehen, ob ich jemanden sonst finde, der den nimmt. Also der ist echt ein schönes Tier. Der hat jetzt bestimmt schon 5 Jahre oder 6 Jahre mit einer Gruppe gehabt, und ja, jetzt ist nur noch der eine übrig. Der kann hier aber schön grundeln, weil hier ist endlich ein bisschen Sand. Hier oben war das zwar auch an manchen Stellen, aber da waren halt dann schon ganz viele Pflanzen drüber gewachsen, und hier kann er mal schön grundeln. So, das 100er oder 120er ist das, glaube ich, ja, das größere. Das hat 120 Liter und da hat er endlich mal ein bisschen was zu tun. Da keine Kampffische drin sind, konnte ich das auch mal richtig schön voll machen. Und ich finde das mit dem Anubia gar nicht so schlecht. Noch ein paar Nählchen reingewandert. Ja, das rote habe ich gerade gezeigt. Und hier unten im Spotlight
noch ein bisschen mit Schwebteilen, aber das ist normal, weil ich gerade eben nochmal eine Pflanze reingesetzt habe. Nämlich hier die Großblättrige, kommt gleich noch hier der Deckel drauf. Mein schöner letzter Blätter aus meinem Wurf letztes Jahr. Der wird bald eins. Der wird jetzt eins. Ja, der hat jetzt eine 60 Liter Villa. Und ja, die restlichen Becken sind leer. Ja, und dann geht es noch weiter. Wird jetzt der Rest noch sauber gemacht. Also die Plastikboxen, die ich eben benutzt habe. Und dann räume ich da den Platz auch nochmal ein bisschen auf. Stapel alles nochmal schön. Räume das Papier weg, was da schon die ganze Zeit rumfliegt. Und mache auf der anderen Seite so ein bisschen Ordnung. Das muss auf jeden Fall mal sein. Und dann mache ich noch das Achterbecken sauber. Das steht dann am Ende neben dem Tetra. Habe ich ja dann nicht mehr aufgenommen. Ganz schnell. Ja, und da sind jetzt schon ein paar Impressionen von den Becken. Also mir gefällt das richtig gut. Ich mag es ja so natürlich wie möglich. Und es soll wirklich so wenig, so naturnah wie möglich sein. Also ich suche ja noch nach dem richtigen Becken, aber vielleicht ist es ja naturnah das richtige Wort. Und soll einfach schön sein. Die Tiere sollen in ihren Wohngegenden einfach leben dürfen und nicht durch irgendwelche Sachen eingeschränkt werden. Deswegen gibt es bei mir auch Laub. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Und ja, das könnt ihr euch ja sonst mal anschauen. Und so sehen, sieht das dann am Ende alles aus. Wunderschön, wie ich finde. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist das große Becken. Ja, eben die Pumpe reinigen, dass das einmal durchlaufen kann. Ein bisschen den Staub aufwirbeln. Und dann setze ich wieder die Holzteile rein und dann überlege ich mir was, ob ich neue Pflanzen kaufe oder das erstmal komplett leer mache. Das weiß ich nämlich noch nicht. Die Wurzeln müssen aber bessern, sonst dauert das wieder ewig. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen und lasst ein Like und einen Kommentar da. In diesem Sinne, macht's gut, ciao.